Es ist ein, ihr würdet sagen, unscheinbares Muschelhorn, ziemlich klein. Und es sieht so aus, als würde es ja unglaublich schwer wiegen, trotz dieser Kleine, trotz dieser winzigen Größe. Mittlerweile in den Händen von der etwas älteren Geweihten. Nun, das guckt auch neugierig über Boltags Schulter. Das ist es also. Muschelkalk, nicht wahr? Ein sehr kunstfertiges Horn. In der Tat. Es wurde uns von Effert selbst überreicht. Allerdings auf der anderen Seite von Aventurien. Es wurde dann über eine Queste von einigen Helden nach... Nun ja, zu uns gebracht. Seitdem habe ich es dort verwaltet. Welche Kraft wohnt ihm inne, wenn es von Effa selbst stammen mag? Tja. Viel. Viel vermag Effa zu bewirken, vor allem im Kampf gegen die Niederhöllen. Allerdings wurde es bisher nur ein einziges Mal geblasen. Oh ja. Naja, was macht es denn genau? Es lähmt die Kreaturen des Unwassers. Und das ist sehr praktisch. Tötet sie. Er erklärt dies genauer. Tötet es sie oder lähmt es sie? Wenn ja, wie lange? Wie groß ist die maximale Größe? Müssen es Kreaturen sein, die in Unwasser leben? Müssen es Dämonen sein, die im Verstand der Moniden? Wenn ja, bis zu welcher Generation? Welcher Größe? Welcher Grundbestandteile? Muss einer der Grundbestandteile Meereslebewesen sein? Was wäre in einer Kreuzung aus einem Amrich oder einer Giraffe? Hol einmal Luft und lass sie ausreden. Wir wissen es nicht. Von Lähmungserscheinungen bis zu Krampfanfällen, es kann töten. Es treibt das Unwasser aus den Lungen der Kreaturen, die es eingeatmet haben. Es kann alles passieren. Es ist mächtig. Vielleicht ist es wie die Welle, die uns heute Morgen gewissermaßen ergriffen hat und auch von dem Horn geht, sobald man es bläst, in wellenförmiger Art und Weise eine gewisse Aura aus und in dem Fall eine Aura der Heiligkeit. Geweihter Boden macht doch den Dämonen auch Schaden, nicht wahr? Vielleicht macht es das. Ihr seid von Effert auserwählt und plappert so daher? Ja. Ah. Die Welle, die uns heute Morgen überrollte, hatte nichts Göttliches. Hatte nichts gemein mit dem Effertorn von Rätis. Nein, aber der Effekt. Wie solch ein mächtiges Artefakt, wenn man es auslöst, ist stets ein Preis zu zahlen, nicht wahr? Was ist dein Preis? Dies ist kein magisches Artefakt, sondern ein göttliches. In der Tat, aber die Götter verlangen trotzdem ein Opfer, nicht wahr? Sie verlangen vor allem Hingabe. Sie verlangen, dass ihre Artefakte in ihrem Sinne verwendet werden. Korrekt. Worüber ich im Klaren sein müsst, aber mir ist, dass die allgemein anerkannte Hypothese ist, dass ein solches sogenanntes göttliches Artefakt die Macht der göttlichen Entität nur kanalisiert, nicht aber wie ein normales Artefakt beinhaltet. Entsprechend könnte die effektspendende Entität euch den Nutzen des Artefaktes versagen, wenn ihr danach ist. Im Gegensatz zu einem transversales Gürtel, der auslöst, wenn ihr den Auslöser sprecht. Nun, sehr praktisch. Ich wollte nur klären, ob wir einen Preis zu zahlen haben, wenn wir dieses Horn benutzen. Einen Preis zahlt ihr immer, wenn ihr euch mit Göttern einlasst. Immer. Ich schau mal ganz vorsichtig die Effertgeweihte an, ob sie dieser, Frevelei, ne, so eine Ketzerei kommentiert. Nur sie scheint das eben gar nicht gehört zu haben. Okay. Kann es denn jeder Gläubige verwenden oder nur Effert Gewalt, wisst ihr das? Nein, es kann tatsächlich nur von wenigen geblasen werden. Wir sind uns nicht ganz sicher, wer auserwählt ist und wer nicht. Immerhin gab es bisher erst einen Versuch. Nun, da wir so wenig über die Wirkungsweise des Muschelhorns wissen, haltet ihr es für angeraten, dass wir einen Testlauf unternehmen.
Vielleicht an einer kleineren Arche, bevor wir vor der Plagenbringer stehen und nicht wissen, was wir tun sollen. Das wäre schlau. Ich biete mich natürlich auch an, euch zu begleiten. Ich bin selbstverständlich auch bereit, es euch einfach so zu überlassen, doch es könnte nützlich sein, wenn man ein Eferdi dabei hat und nicht nur eine Torwallerin. Oh, wir haben eine Eferdi. Habt ihr schon mit ihr gesprochen? Bisher nicht. Sie ist jung, aber sie macht mir einen guten Eindruck. Ihr solltet miteinander sprechen. Ich würde mich trotzdem darüber freuen, wenn ihr mich einladet, hier zu bleiben. Wir könnten viel voneinander lernen. Sulamin nickt. Wir lassen es euch auf jeden Fall wissen, sobald unsere Pläne konkreter werden. Ich habe eine andere Bitte an euch. Worum geht das? Ihr habt viel Einfluss. Als Helden. Wohl noch nicht so sehr viel politischen Einfluss in Tobrien oder im Bornland, wohl aber kennt man euch und eure Taten. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr eine gute Freundin von mir in eure Fittiche nehmt und ihr Dinge beibringt, ihr viel mit ihr unternehmt und ihr dann politisch unter die Arme greift. Um wen handelt es sich? Das kann ich gerne machen. Ich bin ein Experte für Politik. Ich habe schon bei Bardo und Scheller am Hof gelebt und das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ich wollte gerade anmerken, so wie ihr die Situation beschrieben habt, habt ihr die Situation mit Merl und Cheddar am Hof maximal eskalieren lassen. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und diesen Lerneffekt kann ich weitergeben. Um wen geht's denn überhaupt? Um die Baronin von Ilsur. Yara Dana von Jofrentama. Gesundheit. Ja, das sagt mir überhaupt nichts. Ich würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, etwas unter die Arme greift, ihr politisch ein Standbein bietet, um den tobrischen Effortbund zu stärken. Ja nun, wie steht sie denn zu Leertmann? Gut, sie verstehen sich. Das ist doch sehr schön. Ja, dann habe ich nichts dagegen, mein reichhaltiges politisches Wissen mit ihr zu teilen. Ich frage mich, warum wollt ihr, dass wir dieser Baronin unter die Arme greifen? Nur um ihren, tobrischen Effortkorps zu stärken? Nun, was sollte dagegen sprechen, den tobrischen Effortbund zu schwächen oder nicht zu stärken? Was versprecht ihr euch davon? Ich bin eine Pferdegeweihte. Passt auf, ich kenne mich tatsächlich sehr wenig mit der politischen Lage in Tobrien aus. Was macht die Position eurer Freundin denn so prekär, dass sie Unterstützung nötig hat? Sagen wir so, sie ist jung und unerfahren und ihr könntet ihr wahrlich helfen. Die Politik hat derweil gelitten. Es gibt weniger Ratssitzungen. Alles wird ad hoc, schnell entschieden. Und man weiß nicht genau, wie man vertrauen kann oder nicht. Für Ilso gibt es wenige Verbündete. Für Valusa ebenso. Wir konnten zwar das ein oder andere mit den Legaten von Perrinefurten, wir konnten uns zu einem Zweckbündnis ausbauen, aber die Küste von Tobrien ist seit jeher verflucht und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr in dieser Zeit, wo wir hier vor Janka ankern, diese Beziehung ausbauen. Ratssitzung zu den Araniern, zu den Perikumern oder vielleicht zu den Paidunkern. Wenn ihr sie auf euren Reisen mitnehmt und sie am Hafen mit einigen Politikern bekannt macht, könnte sie einiges an Erfahrung gewinnen und eine bessere Baronin werden.
Mehr wünsche ich mir nicht. Nun, ich kann nichts versprechen, aber wir werden uns gerne einmal mit ihr treffen und uns unterhalten. Leider verstehe ich immer noch nicht diese Sache mit dem Effertbund. Was gibt es da nicht zu verstehen? Was ist euer oder ihr Ziel hier? Wir sind einfach daran interessiert, dass Thorbrian stärker wird. Stärker aus diesem Konflikt der blutigen See hervorgeht. Wenn ihr schafft, Paligan zu besiegen, dann wird die blutige See oder das finstere Meer wieder das Perlenmeer geheißen. Der Handel wird aufblühen und dann kann auch Ilsur und Valusa wieder zurückkehren zur alter Stärke. Wir brauchen die Baronin stark. Gut, wie gesagt, dann werden wir uns gerne einmal mit ihr unterhalten. Aber da ihr nun schon einmal hier seid und als Eferdi dafür bestimmt einen besonderen Blick habt, wie schätzt ihr die, ich weiß nicht, ob man sie als Flotte bezeichnen sollte, aber nun die Schiffe im Hafen ein und die Leute, die sie bemannen können? Nun, ich würde sagen, dass 10% brauchbar sind. Nicht mehr. Viele werden sterben. 10%, das ist nicht viel. Wenn wir optimistisch wären, wenn wir die Schiffe instand setzen könnten, wie viel Prozent dann? 15. Das war lohnt nicht. Bricht so schnell auf wie möglich. Gut, das ist ernüchternd, aber habt Dank für diese Einschätzung. Gibt sie uns das Muschelhorn jetzt? Ja, sie hat es dir bereits rübergeschoben und es liegt wahrlich schwer in der Hand. Alles klar, dann packe ich das zu meiner Flöte dazu. Jetzt habe ich schon zwei Musikinstrumente. Alles klar. Ja, sie nickt dann wieder und würde abgehen. Also sie verabschiedet sich dann noch mit kurzen Worten, dass sie draußen an der Reling wartet. Das heißt, sie bleibt noch an eurem Schiff und je nachdem, wie ihr euch entscheidet, geht sie dann von Bord oder bleibt dann, bezieht dann irgendeine Kajüte oder so etwas. Und während die Tür klappt, könnt ihr auf die gerunzelte Stirn von Raphim und Diamantis blicken. Ja, behalten wir die Alte jetzt oder nicht? Ich bin nicht direkt dagegen. Ich merke an, Kapitän, ja, wenn sie sich auf dem Schiff aufhält, könnte es sein, dass sie Kontrollzwänge bezüglich dieses Hornes entwickelt. Um ehrlich zu sein, ich habe immer noch nicht ganz das Gefühl zu verstehen, was sie will, beziehungsweise was ihre Hintergedanken bei der Sache sind. Diese Baronin habe ich tatsächlich kurz gesehen. Sie unterhielt sich am Weg mit einer anderen Frau und sie sprachen tatsächlich sehr positiv von Leatmon, was auf mich einen sympathischen Eindruck gemacht hat. Aber ich würde gerne noch aus einer anderen Quelle Informationen über diese Frau und ihre Ziele einholen. Ihr könnt alle mal eine Probe auf Menschenkenntnis und eine Probe auf Staatskunst würfeln. Haha, ganze 2 Punkte. Ich kenne so gut, Mensch. Ich kenne so gut Mensch. Wie Zulamin. Scheiß bist du, weil dir die Erschwernis für Zwerg zu Mensch aufgeht. Ja, stimmt. Aber ich habe keine Staatskunst, deshalb. Ich auch nicht. Kein Verlust. Wer braucht das denn auch? So, möchte Diamantis sein umfangreiches Wissen teilen oder nicht? Ja, eigentlich nicht. Wenn wir keine Staatskunst haben. Ist ziemlich egal, der hat dem nicht zugehört. Okay. Wenn wir keine Staatskunst haben, worauf sollen wir ableiten? Wenn ich es nicht habe, dann gar nicht. Etikette plus 10. Okay, alles klar. Also, Zulabin, dir ist natürlich klar, dass. Das ist. Boltax und Raphim ist das auch klar, dass sie was möchte. Klar. Also, sie hat Hintergedanken. Und das was. Das kann OT jetzt zumindest Diamantis einmal aufklären. Zumindest Hage kann das aufklären.
Ja, sie versetzt sich damit in eine ziemlich gute Machtposition, denn sie kann dadurch, hat Anspruch auf den Metropolitenposten. Denn Festum wird, wenn Toprin gestärkt wird, wird Festum gestärkt. Nee, Festum wird geschwächt. Toprin wird gestärkt. Genau, wenn Triorim gestärkt wird, wird Festum geschwächt. Und mit der Hilfe des, der Baronin kann sie zur Vorsteherin des nördlichen Effertreichs werden. Also der Metropolitin dieses Bereiches. Aber ist das nicht was, was Zulamin wissen könnte, so aus Kirchenkontext? Ist ja nicht deine Kirche. Also die Staatskunst von Abelmir verrät das Abelmir zumindest, aber Staatskunst 8 finde ich zu wenig. Also Abelmir weiß das. Ich habe meine abgeleitete Etikette geschafft. Ja, aber nur geschafft. Also Zulamin hat es ja auch geschafft, aber halt nicht gut genug. Das reicht mir nicht, die 8 Punkte. Um solche Querelen jetzt zu entwirren, Abelmir, ist das klar. Gut, aber es ist die Frage, kümmert uns das, wer nun an der Spitze der Effertkirche steht oder nicht? Was gewinnen wir, was verlieren wir? Das muss uns interessieren. Naja, ich denke ehrlich gesagt, das wird ein Problem. Das wird erst so ein Problem, wenn wir alle tot sind. Nun, ich hoffe nicht zu sterben so schnell, aber du hast recht, dann wäre es egal. Also, das ist jetzt zumindest meine Vermutung, oder nicht? Diese ganze Spielerei passiert erst, nachdem wir gesiegt haben. Sehr wahrscheinlich. Also, vielleicht. Was ihr hier oben im Norden mit euren Gewalten tut, ist mir eigentlich Wuppe, aber vielleicht können wir es ja irgendwie nutzen, dass wir diese Informationen haben. Eine Hand wäscht die andere. Ich neige dazu, euch zuzustimmen, dass das nicht unser Problem ist, aber es würde mich doch interessieren, wie die Konkurrenz aussieht. Also, wen botet sie damit aus? Nun, ich vermute mal, der bisherigen Metropolitin, ich glaube, sitzt in Havena. Auf der anderen Seite des Kontinents. Nun, ich kenne sie nicht persönlich, darum nun hat das für mich keine besondere Relevanz. Aber sie selbst scheint mir nicht die angenehmste Person auf Erden zu sein. Ich bin nicht sicher, ob ich sie auf dem Schiff haben möchte. Sie könnte ein starker Verbündeter sein, wenn wir die anderen Kapitäne und ihre Eferdis überzeugen wollen. Oh, ich sehe es genauso wie ihr, Kapitana. Erinnert mich ein wenig an Kohlra. Ich habe eine gute Idee. Der gute Zwergenkapitän hatte mich vorhin gebeten, ob wir ihm nicht eine Geweihte schicken könnten. Das wäre doch eine probate Geweihte, nicht wahr? Ich würde dazu neigen, zumindest nach meinem flüchtigen Eindruck, die Baronin mitzunehmen, aber die Effert-Geweihte nicht. Nun, wir hätten mit ihr die sichere Möglichkeit, das Horn zu benutzen. In Boltaxen, wir haben es noch nie ausprobiert in seinen Händen. Wenn es nicht funktioniert, keine Sorge. Dann stehen wir mit leeren Händen da. Vielleicht sollte Efanora es versuchen. Sie ist immerhin eine Eferdi. Und ich bin nicht sicher, sagte sie nicht, dass das Horn bisher erst einmal geblasen wurde? Ja, sie sagte nicht, dass es von ihr geblasen wurde. Das ist richtig. Es gibt da bestimmt einen bestimmten Trick. Mein Tipp ist, du musst unter Wasser sein, wenn du es bist. Ja, das hätte ich auch ausprobiert. Aber ich gebe Abelmir nicht Unrecht. Das ist ein Artefakt der Effert-Kirche. Davon auszugehen, dass sie vermutlich eine Effert-Geweihte mit viel Erfahrung ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es für sie funktioniert. Boltax, der an Effert jetzt so direkt nicht glaubt, deutlich unwahrscheinlicher. Naja, was heißt denn nicht direkt glauben? Ich glaube halt nicht an Effert, aber ich glaube an das elementare Wasser, beziehungsweise was heißt glauben? Ich weiß, dass ich habe einen Pakt mit dem elementaren Wasser. Also. Ja, Boltax, das elementare Wasser ist aber nicht Effert. Ja. Und naja, es ist ein Effert-Artefakt und nicht ein Artefakt des elementaren Wassers.
Machen wir es doch einfach so. Ich gehe es aus. Und wenn es nicht klappt, dann kann Efanora es ja auch noch rausprobieren. Naja, die Problematik ist, dann wenn wir es auslösen müssen, ist keine Situation mit wir probieren das jetzt mal, ob das geht, sondern wir fahren mit Volker Racho auf die Dämonenarche zu, um sie zu entern. Und ja. Wenn es dann nicht geht, sterben wir alle. Denkst dann du, es wäre respektlos, es nun ja einfach so zu versuchen? Ja. Ich denke auch, es wäre eine unwürdige Situation. Ihr tragt ja schließlich auch die Schleier, wenn ihr zu Eier kaufen geht, oder? Richtig, wer würde dieses edle Artefakt für seinen gar niederen Willen ausnutzen? Vielleicht ist das eine Frage des Gottvertrauens. Dass man so sehr auf Effort vertrauen muss und nun, wie Rafim sagt, sehendes Auge auf eine Dämonenarche zuzufahren und darauf zu vertrauen, dass Effort es schon richten wird. Aber das ist doch gerade der Knackpunkt hier. Ihr könnt nicht garantieren, dass das Artefakt wirken wird. Einen Plan darum herumzustricken ist entsprechend reichlich töricht. Zumindest wenn ihr keinen Plan B habt. Naja, sobald euch eine bessere Möglichkeit einfällt, eine Dämonenarche kaltzustellen, dann... Selbstverständlich. Ja, dann macht. Nun, ihr müsst herausfinden, wo die Herzkammer ist. Dann transversalisiert ihr euch herein und stecht das Herz ab. Ihr wart noch nie in einer Dämonenarche, nicht wahr? Ihr erinnert euch daran, dass ich nicht sehr wohl in einer Dämonenarche war. Ja, auf der Umwegen, aber glaubt mir, auf normalen Wegen ist es nicht so einfach zu erreichen. Selbstverständlich nicht. Naja, also habt ihr keine bessere Idee. Ich habe noch eine bessere Idee. Ihr könnt euch mit elementarem Eis einfach hineinfrieren. Das ist richtig. Aber... Lasst uns doch das Horn mal ausprobieren, wenn wir das nächste Mal auf eine Arche... Ja, das können wir machen. Seht ihr? Was verlieren, wenn wir sie mitnehmen? Ist furchtbar nervig. Aber auf diesem Schiff sind viele Arschlöcher. Das macht da eins mehr und ganz ehrlich, wir brauchen jeden Geweihten, der für umsonst mitkommt. Auf eine Mission, deren Ziel es ist, gerade in den Weg hinaus auf eine Dämonenarche zuzufahren. Mit einem Plan, den unser gewährter Schwarzmager hier töricht nennt. Nur weil sie jetzt unsympathisch ist, reicht uns das nicht für unsere göttliche Mission. Aber wir haben schon so viele Leute hier am Schiff, also das stimmt und schon. Ich bin nicht überzeugt davon, dass sie die Richtige ist, um das Horn zu blasen. Denn sie verfolgt offensichtlich eigene politische Ziele. Nicht, dass das per se verwerflich wäre. Aber ich denke, mit der richtigen Einstellung, dem wahren Glauben, könnte es jedem Effortgläubigen gelingen, so Effort will. Außerdem, ihr dürft ihr nicht vergessen, ich bin ja erwählt. Ja, aber ja nicht von Effort. Du bist nicht gläubig, Boltax. Und du hast den Titel der Erwählten selber gegeben, denk mir daran. Nein, das stimmt nicht. Also, Chalvin hat mir den Titel schon... Es geht hier nicht um Schallwind, Boltax. Ich denke, dass du bessere Chancen hast als Serpentilio, das Horn zu blasen, aber naja, das heißt nicht viel. Ich denke, der Schiffsjunge hat bessere Chancen, das Horn zu blasen als Serpentilio. Ihr verwundet mich. Auch das. Nichtsdestotrotz solltet ihr vermutlich einen echten Effortgeweihten dazu bringen, das Ding zu bedienen. Ja. Naja, und jetzt mal ohne unhöflich zu werden, ihr verfolgt auch politische Ziele.